Material zusammenkriege und dann es halt auch immer ein bisschen ja, mehr Arbeit ist. Ist klar. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Meierwerft nach Papenburg. Habe mir extra den Tag hier ausgesucht, weil das Wetter wirklich top ist. Nicht eine Wolke am Himmel. Schauen wir mal, wie es dann in Papenburg aussieht, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ich kann natürlich nicht nur nach dem Wetter gucken von der Sonne her oder was, sondern ich muss natürlich auch gucken, wie der Wind ist. Sieht auch gut aus, Windstärke 2. Muss man sehen. Kurzer Zwischenstopp. Ich wollte noch mal hier die Cam installieren. Bin nämlich gleich bei der Meierwerft. Das sieht gut aus. Es gibt immer ein ganz geiles Bild, wenn man dann von der Brücke zur Werft fährt. Angekommen am Hotel, da ist es. Einmal war ich schon da, sehr geil. Das ist ein alter umgebauter Hafenspeicher. Jetzt erstmal einchecken und danach geht es dann erstmal zur Meierwerft. Nur jetzt ist das Problem das Gegenlicht. Also, schauen wir mal, bis gleich. Kleiner Rundumblick. Und das ist halt das Geile hier. Der Ausblick auf dem Hafen direkt am Wasser. Kann ich nur empfehlen. Richtig klasse. Internet ist hier extrem schnell. Richtig gut. Badezimmer. Aber die ausführliche Roomtour gibt es dann im Video. Extra Video. So, ich bin jetzt bei der Werft. Jetzt baue ich den Kopter zusammen, dann geht es mal in die Luft. Leider sind jetzt minimal Wolken vor, aber schauen wir mal, wie die Aufnahmen werden. Fertig mit Fliegen, jetzt geht es weiter mit Fotografieren und Filmen. Dann schauen wir mal. 4 Akkus leer geflogen, ohne Probleme. Die ganze Arbeit beginnt erst jetzt. Wieder zurück im Hotel und jetzt heißt es weitermachen mit dem Videoschnitt. Und zwar, ja, Szenen auswählen, Musik habe ich mir vorher schon ausgesucht, welche ich nehme. Dann die zusammenschneiden, noch stabilisieren, Farbkorrekturen und so weiter. Aber ihr seht es ja dann im fertigen Video. Guten Morgen aus Leer. Video habe ich gestern nicht mehr geschafft fertig zu schneiden. Zu 80% ist es ungefähr fertig. Heute werde ich den Rest schneiden und dann hochladen. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal zum Frühstück.
Moin. Leer habe ich verlassen. Ich habe mir gedacht, heute sind in Hamburg zwei AIDA-Schiffe. Ja. Und die laufen heute beide gleichzeitig um 18 Uhr aus. Habe ich mir gedacht. Ich gehe in ein geiles Hotel und filme das Ganze mal. Also, jetzt geht's nach Hamburg. Hamburg-Finkenwerder. Angekommen am Hotel. Was ich gesehen habe, der erste Eindruck, mega. Oh, Hammer. Geiler Ausblick. Das Hotel ist mega. Mega Shipspotting Hotel. Die Schiffe kommen alle hier an meinem Zimmer vorbei. Unglaublich. Heftig. Also wenn heute Abend die beiden AIDA-Schiffe kommen, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Könnt euch schon mal drauf freuen. Die Aussicht ist unfassbar geil. Da sieht man das mal. Und vor ein paar Minuten kam hier ein Airbus angeflogen. So, es geht langsam los. Die AIDA Säule schon zu sehen, die AIDA Diva, die biegt gleich um die Ecke. Ich habe soweit schon alles aufgebaut. Hier habe ich nochmal die GoPro installiert für ein paar Timelapse-Aufnahmen. Hier den Camcorder. Kann man da schon was sehen? Ja, ich glaube, da seht ihr sie, ne? Wir haben jetzt 21:45. Bin noch am Videoschnitt. Wie man hier sieht. Mal hier ein bisschen gucken, er rendert gerade noch. Aber mega geil. Mega geile Aufnahmen geworden auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Gucken, ob es heute noch online geht oder morgen, aber geiles Video geworden. Gleich geht's zum Frühstücken. Hab grad nochmal eine schöne Timelapse vom Sonnenaufgang gemacht. Thank you.
So, und dann geht's auch wieder nach Hause. Video schon hochgeladen bei der Mega-Verbindung hier. Und noch ein paar Feinheiten, dann geht das heute noch online. Das Meierwerk-Video geht wohl erst Samstag oder Sonntag online. Von daher war es das erstmal mit dem ersten Vlog auf Kalis Video Production. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Lust habt, öfter mal sowas zu sehen, könnt ihr einmal schreiben. Also, bis dann.